Für eine stabile und verlässliche Gesundheitsversorgung braucht man vor allem gut ausgebildete Pflegeexperten in Theorie und Praxis. Eine regionale und modern ausgestattete Lernumgebung ist dafür von Vorteil. Seit über 40 Jahren gibt es die Pflegeausbildung und seit 2014 auch die Ausbildung auf FH-Niveau. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Baustein, dass man sagt, man investiert in Ried. Seit über 40 Jahren werden im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried Pflegekräfte ausgebildet. Jetzt wird im Schwerpunktkrankenhaus des Innviertels der bereits 60 Jahre alte Campus abgerissen und ein neuer, modernerer Wohlfühl- und Lernort für die Studierenden und Lehrkräfte gebaut. Dass wir nicht nur eine praxisorientierte Ausbildung durch diese Verbindung FH Gesundheitsberufe und Krankenhaus haben, sondern auch gleichzeitig jetzt einen tollen Campus, wo man wirklich ein modernes Lernen einfach besser gestalten kann, dass wir diesen 2022 voraussichtlich eröffnen können. Das ist natürlich, glaube ich, für die Attraktivität dieses Standortes umso schöner. Eine Investition in Bildung und Gesundheit zahlt sich doppelt aus. Genau darum handelt es sich beim Ausbau der FH Gesundheitsberufe und Pflegeberufe Ausbildung am Standort Ried. Es geht darum, dass wir bewusst in der Region einen Schwerpunkt setzen, dass wir nicht in der Zentrale alleine ausbilden, sondern dass man auch gemeinsam mit den Krankenhäusern die Region kennenlernt. Dass wenn man an der FH in Ried studiert, dann lernt man natürlich das Krankenhaus Ried kennen, aber auch die Region. Man lernt auch die Krankenhäuser Braunau und Scherding kennen. Das Bauvorhaben soll im Herbst 2020 beginnen und im zweiten Quartal 2022 fertiggestellt sein. Insgesamt wird das Gebäude eine Gesamtfläche von 6.100 Quadratmetern betragen. Wir sind in der Finalphase der Planungstätigkeiten und hoffen, dass wir im vierten Quartal mit dem Abriss und den Bautätigkeiten darauf folgend beginnen können. Uns ist es wichtig, auch eine nachhaltige Bauweise. Das jetzige Gebäude hat eine Substanz, es ist im Jahr 1968 gebaut worden und entspricht nicht mehr den heutigen Bauweisen, was auch Ökologie, was auch Dämmung anbelangt, und solche Aspekte sollen auch da berücksichtigt werden. In einem nachhaltigen Umfeld lernt sich ja auch gleich viel besser. Also in Summe kann man von ca. 200 Auszubildenden sprechen. Wenn man im Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege bleibt, haben wir im Vollausbau 120 Studierende und im Bereich der Pflegefachassistenz haben wir 60 Auszubildende, also pro Jahrgang 30. Doch wie sieht so ein Studienlehrgang in der FH Ried überhaupt aus? 180 ECTS, über 3 Jahre in Vollzeitform, geteilt in Theorie und Praxis, 92 ECTS, also 2300 Stunden, verweilen sozusagen für die praktische Ausbildung. Und der Rest ist im theoretischen Bereich, wissenschaftlichen Bereich. Es wird kompetenzorientiert ausgebildet, sodass halt wirklich während der Ausbildung die Kompetenzen angesammelt werden, das unter Beobachtung der Praxisanleiter, die wir im Praktikum, im praktischen Feld ja eingesetzt haben, und damit eben letztendlich nach 3 Jahren kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rauskommen.